Hallo Leute, willkommen zurück zu Black Mirror 3. Im letzten Part haben wir ja hier das geheime Geld von Schloss Black Mirror endlich mal gefunden gehabt, konnten Gregory damit bezahlen, damit er mal was arbeitet, und ja, kurze Zeit später wurde er dann hier von dem Totenkopf, der hier oben hing, volle Kanne erschlagen. Ja, und ich würde mal sagen, der Inspektor will natürlich mit uns reden, und dann reden wir doch mal mit ihm. Sir? Ja, Steve? Ja? Hätten Sie kurz einen Moment? Natürlich. Wegen Gregory? Ja, auch. Können Sie mir sagen, wie genau der Unfall passiert ist? Der Steinschädel von da oben hat Greg erschlagen. Ja, das dachte ich mir schon, aber wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Greg war ja allein hier draußen. Wollte die Fassade putzen, wie Sie gesagt haben. Da hat er vielleicht eine Pinkelpause eingelegt, und als er unter dem Schädel lang kam, bam! Vermutlich ist der jahrhundertealte Stein durch den Brand rissig geworden und in sich gebrochen. Vielleicht haben ja die Vibrationen der Bohrmaschine das Gemäuer erschüttert, und dann ist der lose Brocken einfach abgefallen. So erklären Sie sich das. Aber wenn Sie mich fragen, dann passiert hier nichts einfach so. Dieses Schloss ist verhext. Und das weiß jeder hier. Die Mauern leben. Wenn wir ein Loch zugemauert haben, war es am nächsten Tag wieder da. Genauso mit dem Schädel. Der hat nur darauf gewartet, dass jemand unter ihm steht, um abzufallen. So sehe ich das. Nehmen Sie es mir nicht krumm, Sir, aber ich will nicht der Nächste sein. Was soll das heißen, Steve? Wollen Sie etwa kündigen? Ja, tut mir leid, Sir, aber ich hätte auf meine Frau hören sollen. Die wollte von Anfang an nicht, dass ich hier arbeite. Lieber bei Murray ohne bezahlte Pausen arbeiten, als im Black Mirror Castle ohne Kopf. Das hat sie gesagt, und ich hätte auf sie hören sollen. Steve, warten Sie! Tut mir leid, Sir. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, finden Sie jemanden, dem Sie das Schloss verkaufen können. Irgendeinem reichen Bekannten von Ihnen aus Amerika. Und bis dahin bleiben Sie nicht unter einem Steinschädel stehen. Na, ganz großartig. Und jetzt kündigt auch noch Steve. Na, ganz großartig. Ich weiß zwar nicht, wie man dieses Ding nennt, aber Steve hat damit tiefe Löcher in den Stein gebohrt. Es ist groß, schwer und macht eine Menge Lärm. Tim Taylor würde sagen, ho, ein Männerspielzeug. Mit Benzinmotor. Aber laut Anzeige ist der Tank leer. Tja, ja gut, ich hätte hier eine Flasche. Da ist wahrscheinlich Benzin drin. Gehen wir einfach mal rein. Mal schauen, was will denn der Inspektor. Was geht ab, Digga? Inspektor, Sie haben bestimmt ein paar Fragen an mich. Ach, weißt du, eigentlich kann ich mir deine Antworten schon denken. Die kenne ich schon. Und bestimmt hast du auch ein ganz tolles Alibi. Allerdings. Ich war bei Dr. Winterbottom, genau wie es in meinen Kautionsbestimmungen steht. Fragen Sie Ihren Constable. Na bitte, ein erstklassiges Alibi. Siehst du, die Spucke für ein Gespräch mit dir kann ich mir sparen. Ich muss mich nur hier umsehen, in dem großen Schloss voller alter Kunstgegenstände, die bestimmt ein Vermögen wert sind. Auf dem riesigen Anwesen, da kriege ich schon meine Antworten, Mr. Erbschleicher. Genug! Ich werde mir deine Beleidigungen nicht länger anhören. Ich weiß nicht, was du in deinem kümmerlichen Bauernschädel alles zusammenreißt. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ich bin nicht irgendein Sagensucher, der planlos herumtappt und dem man alles anhängen kann. Ich bin ein Landbesitzer und der Schlosser von Black Mirror Castle. Ein mächtiger Lord. Und wer bist du? Hä? Ein kleiner, strafversetzter Bulle! Und jetzt raus hier, und zwar schnell! Okay, okay, Adrian. Für Sie ab jetzt Sir Adrian Gordon, kapiert? Und lassen Sie sich hier erst wieder blicken, wenn Sie einen Durchsuchungsbefehl haben! Wow, das war längst fällig. Ja. Ich lasse mir nichts mehr bieten. Egal von wem. Ich bin nicht einfach irgendwer. Ich bin ein Gordon. Und nicht irgendeiner. Ich bin der Einzige.
Der Letzte der kümmerlichen Marcus-Linie wird der Erste der mächtigen Mordred-Linie sein! Tja, ab jetzt bin ich allein im Schloss. Keiner mehr da. Endlich habe ich meine Ruhe. Niemand will was von mir. Kein Alibi, kein Geld, kein gar nichts. Ich meine, außer einem Urahn, der meinen Körper in seinen Besitz bringen will. Ich sollte besser schnell herauskriegen, was es mit diesen Menhiren auf sich hat, von denen Victoria sprach. Was habe ich gerade gesagt? Niemand will etwas von mir? Black Mirror hat eine richtig schöne Klingel. Vermutlich hat man vorne am Tor geklingelt. Ach, ihr habt so eine Sprechanlage. Wo ist denn die? Hier, großes, fettes Schloss und dann musst du bis zum Tor laufen mit deiner Klingel? Was ist denn los mit dir? Oh, Klingelstreich. Was haben wir da? Noch mehr Post. Okay, hat jemand irgendwas reingelegt? Ein Brief von Murray? Was will denn der Kerl schon wieder? Solange sie den Hotelzimmerschlüssel nicht zurückgebracht haben, berechnen wir ihnen 100 Pfund pro Tag. Ach stimmt, den Eine haben wir noch. Rechnung über 500 Pfund für 5 Tage? Ich glaube, dem geht's zu gut. Ein leerer Briefkasten. Stimmt, den habe ich ja auch noch. Aber gut, wir haben ja das Geld, sag ich jetzt einmal. So. Es war gerade in dem Punkt gut, dass Mordred mal wieder so Pass rausgekommen gut auf mein ist. Geld auf, Fury. Du sollst das Geld rausnehmen. Zuerst brauche ich nicht. Natürlich brauchst du was aus dem Safe. 500 Pfund. Okay, wir gehen mit Mordred bewaffnet dahin und kümmern uns mal kurz um Murray. So. In dem Punkt war es gerade eigentlich ganz gut, dass Mordred mal so rausgekommen ist, weil der hat mal kurz dem Inspektor das gegeben, was er verdient. Leuchtturm. Da! Ich wohne jetzt im Schloss. Eigentlich müsste ich Murray nie wieder begegnen. Aber ich habe den Hotelschlüssel noch und den würde ich dem alten Schlitzohr nur zu gern persönlich vor den Latz knallen. Na, dann machen wir das doch. Hallo, und Murray. Ist da. Mr. Gordon, immer eine Freude, Sie zu sehen. Mr. Gordon? Aha, es ist also auch schon bei Ihnen angekommen, dass ich der letzte Nachfahre der berüchtigten Adelsfamilie bin. Aber gewiss doch. Das ganze Dorf spricht von nichts anderem. Dann ist Ihnen auch nicht in Gang, dass ich nicht nur den Namen, sondern auch das gesamte Black Mirror-Anwesen besitze. Oh, meine herzliche Gratulation zu dieser wunderbaren Erbschaft. Und natürlich mein allerherzlichstes Beileid für den Verlust Ihrer teuren Großmutter. Urgroßmutter. Das Süßholzraspeln können Sie sich für Ihre Touristen aufheben. Die letzten, die noch zu ihm kommen. Ich denke nämlich darüber nach, aus dem Schloss ein Hotel zu machen. Ein echtes Gordon's Palace. Hier ist doch alles geklaut. Sogar der Name. Murray, dafür kann ich Sie verklagen. Das ist Ihnen doch klar? Und ich glaube, das werde ich auch tun. Mr. Gordon, nun, ich gebe zu, wir hatten vielleicht die eine oder andere Meinungsverschiedenheit. Aber Sie werden doch nicht vergessen, dass ich Ihnen immer geholfen habe. Was, wann? Ich war es, der Sie aus dem Gefängnis geholt hat. Okay. Und ich war es auch, dem Sie es zu verdanken haben, dass Sie im Wald nicht erfroren sind. Bewusstlos, wie Sie da lagen. Ich habe Phil zu Ihnen geschickt und Sie ins Hotel bringen lassen. Als Mann von Ehre werden Sie das doch nicht mit einem kleinlichen Anwaltsstreit vergelten, oder? Ihre sogenannte Hilfsbereitschaft ist nichts weiter als eiskaltes Kalkül. Ihnen gehört ein für alle Mal das Handwerk gelegt. Vergessen Sie nicht die Fotos aus Ihrem Schrank, die eindeutig belegen, dass Sie sich Ihr Taschengeld mit Erpressung aufgebessert haben. Wenn ich damit rausrücke, sind Sie erledigt.
Mr. Gordon, ich appelliere an unsere Freundschaft. Freundschaft? Du bist nichts weiter als ein widerlicher Parasit, der sich am Blut seines Wirtes dick und fett frisst. Ich bin die längste Zeit dein Wirt gewesen. Ja, mehr noch. Ich werde dafür sorgen, dass du keinen anderen mehr finden wirst, den du aussaugen kannst. Ich werde dein Parasit sein. Was meinst du, wie lange du mich aushalten kannst, du Wurm, hä? Ich werde dir dabei zusehen, wie du zugrunde gehst und mich an deiner Qual laben. Und eines Tages wirst auch du in einem Keller neben Leichen aufwachen. Falls du überhaupt aufwachst. Schönes Leben noch! Dem hab ich's gegeben. Er wird sich hüten, mir nochmal in die Suppe zu spucken. Wie einfach das doch ist. Nur ein bisschen Druck ausüben und schon knickt alle Welt vor einem ein. Wen könnte ich denn als nächstes das Fürchten lehren? Tom, oder lieber diesen tätowierten Knastbruder. Oder dieser komischen Alten, die immer von mir abhaut. Diese Nervenziehen gehören mal ordentlich zurechtgestutzt. Ich frage mich, warum ich nicht schon früher auf den Tisch gehauen habe. Schluss mit der ängstlichen Duckmäuserei. Ab jetzt wird abgerechnet. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Das hört sich irgendwie gar nicht nach mir an. Eher wie das, was Victoria über Mordred erzählt hat, als er anfing, sich zu verändern. Er misstraute allem und jedem und wurde immer feindseliger. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. So. Warte mal. Diese Zeichnung habe ich bei Dr. Winterbottom in der Sitzung gemacht. Ich könnte jetzt auch total verkalkt sein, aber stellt euch mal vor, das hier ist ein Schloss. Menhir. 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt! Scheiße, es sollen doch 7 Menhire sein, oder? Oder wie viele Menhire sollen es sein? Ach, keine Ahnung. Verdammt! Jetzt habe ich mir gerade sowas Schönes zurechtgeschustert. Kann ich mit der... Sie scheint nicht. Sie ist nicht da? Okay. Kann ich jetzt eigentlich zu Tom? Würde mich nur mehr interessieren. Irgendwie ist das ganze Pub leer. Ich habe weder Lust auf ein Bier, noch lass ich... Okay, hier ist alles leer. Ah, da ist er. Frau Doktor? Was liegt Ihnen auf dem Herzen, Ada? Es ist jetzt schon länger her, dass ich Visionen hatte. Bestimmt 3 Tage. Was bedeutet das? Ich würde sagen, das bedeutet, dass die Medikamente gut anschlagen. Es könnte auch sein... dass die aufwühlenden Ereignisse der letzten Tage die Bilder der Vergangenheit vorübergehend verdrängt haben. So oder so, wir sind auf dem richtigen Weg. Von den berühmten Gordon-Brüdern Marcus und Mordred haben Sie doch bestimmt schon was gehört. Marcus und Mordred? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich meine die, die das Schloss erbaut haben, Black Mirror Castle, vor 800 Jahren. Ach so, die. Nein, was hört man denn von denen? Haben Sie sie gesehen, Adrian? Was haben Sie ihnen erzählt? Hä? Sie halten mich wirklich für verrückt, was? Nein, nein, im Traum meinte ich. Im Traum. Sie sagten, Sie kannten Dr. Herman? Ja, er war ein ganz außergewöhnlicher Mann. Wir haben uns beim Studium kennengelernt. Eine schöne Zeit war das. Ich habe dann aber bald gemerkt, dass die Pathologie nicht wirklich etwas für mich ist. Im Gegensatz zu Heinz war ich immer schon mehr für die Lebenden zu haben. Sie haben Pathologie studiert? Unter anderem ja. Erstaunt Sie das? Eigentlich nicht wirklich. Anscheinend hatte meine Familie Kontakt zum Vatikan. Das ist für ein so altes Adelshaus doch nichts Verwunderliches, oder? Ja, stimmt allerdings. Dieser Fluch, er existiert wirklich.
Adrian, so etwas dürfen Sie sich nicht einreden. Ich wohne seit heute Morgen im Schloss. Und gerade eben gab es den ersten Toten, ein Handwerker. Das kann doch kein Zufall mehr sein. Oh. Es gibt da Portale, die ich finden muss. Es sind Eingänge zu einem geheimnisvollen Ort, der vielleicht die Ursache für all das Übel ist. Wie kommen Sie darauf? Wer hat Ihnen davon erzählt? Victoria. Kurz bevor sie starb. Vielleicht hat sie ja fantasiert. Vielleicht wusste sie nicht mehr, wovon sie spricht. Adrian, ich halte es für problematisch, an einen Ort zu glauben, der für etwas verantwortlich sein soll. Damit schiebt man nur alles von sich weg. Das ist keine Frage des Glaubens. Diesen Ort gibt es wirklich. Vielleicht sollten wir die Dosis erhöhen. Von 60 auf 90 Milligramm. Ich dachte wirklich, wir wären schon weiter. Bis später. Machen Sie's gut. Na, ganz toll. Okay, jetzt haben wir wenigstens mit der McLaren Spätzchen gehalten. Hallo, Denise! Hallo. Mhm. Arbeitet Bobby auch hier? Eigentlich nicht. Aber ich kann ihn nicht davon abhalten, hier den ganzen Tag lang die Tische zu putzen. Was kannst du mir über Edward erzählen? Die Frage musst du anders stellen. Wieso sollte ich dir etwas über Edward erzählen? Naja, ich frage mich, wie es so ist, den ganzen Tag mit ihm hier zu arbeiten. Er ist nicht gerade der lockerste Typ. Ich meine, ein Brett ist entspannter. Findest du nicht? Er ist mein Verlobter. Sonst noch was? Oh! Wie bitte? Ihr seid verlobt? Heißt das etwa, ihr wollt heiraten? Was dagegen? Dann stell dich hinten an. Was? Aber Edward ist doch der... Aber... Was? Edward ist doch der Pinguin! Ich dachte, du fixst den Officer! Aha. Okay. Kennst du einen Ralph? Den Tennislehrer aus Ipswich? Was? Bestimmt nicht. Der Ralph, den ich meine, ist geistig etwas, naja, zurückgeblieben. Dann meinst du vielleicht den Mann von Mrs. Puft? Nein, ich glaube nicht, dass er das ist. Hat der denn eine Puppe, die er Mr. Bobby nennt? Was? Nein, du meinst bestimmt Bobby. Na egal. Vergiss die Frage. Nein! Ich hab doch noch eine Frage an dich! Denise! Hallo. Beantworte meine letzte Frage! Es gibt da so ein zerfallenes Haus an der Straße Richtung Leuchtturm. Weißt du etwas darüber? Da hat früher der Leichenarzt drin gewohnt, glaube ich. Er wurde dort auch ermordet. Mich würden da jedenfalls keine 10 Pferde hinbringen. Bis später vielleicht. Okay. Edward, was hast du mir zu sagen? Außer, dass sie deine Verlobte ist. Was kann ich für sie tun, Sir? Sie und Denise sind verlobt? Ja, ihre Familie und meine sind schon seit Generationen befreundet. Und wir werden auch unser Leben zusammen verbringen, so Gott will. So Gott will. Und Sie? Wollen Sie denn? Selbstverständlich. Denise' Vater hat mir bereits die Geschäftsleitung des Cafés übertragen. Das ist natürlich ein Grund. Vor allem ist es eine große Verantwortung. Aber die Kellnerei liegt mir. Es macht mir große Freude, unsere Kunden zu bedienen. Lassen Sie mich raten. Sie wären viel lieber Butler geworden. In der Tat, Sir. Aber die Stelle im Schloss war schon vergeben. Außerdem brauchte Denise' Vater einen Nachfolger für sein Geschäft. Sie wollten auf Blackmirror Castle arbeiten? Ja, Sir. Aber statt für mich hat sich die Lady für diese Sally entschieden. Den Grund verstehe ich bis heute nicht. Sally ist beim Brand ums Leben gekommen. Seien Sie froh, dass Sie den Job nicht hatten. Vielleicht, Sir, wenn Sie das sagen. Ich muss dann mal wieder. Beehren Sie uns bald wieder, Sir. Okay. Butler wäre gerne gewesen. Ja gut, wem es Spaß macht, sage ich jetzt mal. Für mich wäre es jetzt nichts. Immer noch geschlossen. So, in der Polizeistation ist der Chief immer noch nicht da. Freiwillig. Kann ich kurz etwas fragen? Ey, der Witzker, was heißt denn bitte kurz etwas fragen?
Wo ist denn Spooner? Hat sich den Rest des Tages freigenommen. Ich glaube, der Unfall am Schloss hat ihn etwas mitgenommen. Der Arme. Haben Sie eine Ahnung, wo dieser Matt sich rumtreibt? Im Dorf habe ich ihn nicht gesehen. Gestern war er noch im Pub, aber wo er heute ist, keine Ahnung. Sie können ja eine Vermisstenanzeige aufgeben. Vielleicht im nächsten Leben. Sie haben bestimmt schon mal was von der Weißen Frau gehört. Geistert seit Jahrhunderten im Wald rum. Warum fragen Sie? Ist sie auch eine Verwandte von Ihnen? Kennen Sie die Geschichte der Gordon-Brüder? Marcus und Mordred? Nein, aber ich kenne die von Tom und Bobby. Und die reicht mir voll und ganz. Alles klar. Vielleicht sollten Sie sich das verlassene Haus mal ansehen. Ich glaube, da geschehen seltsame Dinge. Aha. Und was für Dinge? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, da werden Menschen gefoltert. Klar. Was sollte man in einem verlassenen Haus im Wald auch sonst tun? Wieso nimmt mich hier keiner ernst? Soll ich Ihnen noch mal Ihre Aussage vorlesen? Blutige Rituale, jahrhundertealte Flüche, ein mysteriöser Orden und eine mordende Zwillingsschwester. Schon gut, vergessen Sie's. Constable, wissen Sie, was ich gerade mache? Ich bin auf der Suche nach dämonischen Portalen. Die sind hier errichtet worden, da hat der Heilige Geist noch nicht einmal an Jesus zu denken gewagt. Ja. Na dann, viel Spaß beim Suchen. Auf Wiedersehen, Constable. Beste Antwort. Ja. Absolut beste Antwort. Ja, ich würde mal sagen, gute Frage, was wir jetzt eigentlich zu tun haben. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich nach Black Mirror Castle zurückgehen. Mal schauen, ob wir da vielleicht noch irgendwas rausfinden. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal einfach hier an Ort und Stelle wieder. Also gut, Leute, das war dann jetzt bei Black Mirror 3 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.